Wir nehmen eine Kinderpsychologin, die ihren Mann bei einem Unfall verloren hat. Aufgrund dieses Unfalls ist ihr Sohn kommunikationsunfähig, packen die alle alleine in ein Haus, schnappen uns noch einen Waisenjungen, dem es dort besser gehen könnte, und haben damit die Zutaten für einen Horror-Thriller in einem einsamen, verlassenen Haus. Ungefähr so kann man es beschreiben. Wer dazu jetzt auch noch Bilder braucht, bekommt hier vor der Review noch den Trailer zu Shut In. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nur ein Körper, den ich wasche, füttere und anziehe. Hi, Mary. Hi, Dr. Wilson. Wie geht es Stephen? So wie letzte Woche und die Woche davor. Bei dem Unfall habe ich Richard und ihn verloren. Dein nächster Patient wartet im Sprechzimmer auf dich. Er ist voller Trauer seit dem Tod seiner Mutter. Er soll nach Boston gebracht werden. Ist das wirklich nötig? Er kann hier bleiben. Es ist, als hätte ich meinen kleinen Jungen wieder. Hi, Mary. Hi. Wie geht es Ihnen? Um ehrlich zu sein, ich glaube, wir tun einander gut. Tom! Tom? Tom! Die Behörden gehen davon aus, dass das vermisste Kind bei diesen Temperaturen nicht mehr am Leben ist. Ich fühle mich so schuldig. Sie trifft keine Schuld. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich hab Tom gesehen. Aber alle behaupten, er ist tot. Aufgrund ihrer Schlafprobleme können sie ihre Albträume nicht mehr von der Realität unterscheiden. Nein, hier stimmt was nicht. Stephen hat Kratzer im Gesicht. Was reden Sie da? Sie glauben doch nicht etwa an Geister. Was passiert hier? Das bilde ich mir nicht nur ein. Ich kann es beweisen. Ich hol dich hier raus. Sie müssen mir glauben. Er ist da. Das ist jetzt der Moment, in dem ich mich endlich als Naomi Watts-Fan outen kann. Ich verfolge sie tatsächlich insbesondere seit The Ring. Das ist jetzt schon einige Jahre her, war ja auch so ein Horror-Thriller, fand ich mega. Und da hat sie eben auch komplett abgeliefert. Umso trauriger ist es jetzt, obwohl das Genre natürlich jetzt sehr ähnlich ist. Horror, Thriller, möglicherweise etwas Übersinnliches, wir wissen es nicht. Es ist halt wirklich schade, dass sie hier nicht sonderlich viel abrufen kann. So, entweder ist sie total betroffen und schaut super traurig und verzweifelt in die Kamera, oder sie darf eben entsetzt sein. Und genau so zwischen diesen beiden Emotionen wandert es immer hin und her. Finde ich immer noch deutlich stärker gespielt, als das andere Kolleginnen tun würden. Aber so richtig geil ist es einfach alles nicht. Und das liegt aber vor allen Dingen auch am Inhalt. Da komme ich aber später noch drauf zu. Charlie Heaton, der hier ihren Sohn spielt, der ist wirklich ein bisschen gruselig. Man merkt irgendwie so, okay, mit dem würde ich mich jetzt auch nicht anlegen. Aber der ist ja jetzt stumm, irgendwie alles ziemlich abgefahren. Und Jacob Tremblay, den kennen wir ja aus Raum und auch aus Before I Wake, der darf hier eben auch wieder so ein bisschen Rehäugleinweise spielen. Irgendwie ist das alles so okay. Ja, aber so dieser Funke will nicht überspringen, und das liegt eben auch an der Geschichte. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, so wie ist denn wenigstens so Optik, Kamera und Co. geworden. Gerade dieses Jahr gab es ja extrem viele Horrorfilme, die kreativ gearbeitet haben, die verschiedene Perspektiven wählten oder eben auch einfach optisch so ein bisschen was hergemacht haben. Bei Shut In ist das ein bisschen anders. Der ist jetzt nicht grottig produziert, im Gegenteil, da gibt es wirklich schöne Aufnahmen, auch durchaus atmosphärische Bilder. Aber man hat jetzt eben nie das Gefühl, dass man etwas Kreatives sieht oder dass sich da Leute so richtig Gedanken gemacht haben. Sondern für mich ist Shut In eben sowohl in positiven Ansichten als aber auch negativ gemeint einfach so ein richtiger Standardfilm, auch was die Optik betrifft oder wie jetzt hier eben auch noch so ein paar Gruseleffekte integriert werden.
Das ist jetzt eben nichts, bei dem ich da sitze und sage so, oh wow, richtig toll gemacht. Es ist aber jetzt eben auch nicht schlecht genug, um da jetzt irgendwie so einen Verriss bezüglich des Handwerks zu starten. Aber ja, ich weiß nicht, ob das reicht für euch als Zuschauer, wenn ihr dieses Jahr schon einige Filme im Kino gesehen habt. Ich fand es eben nur so lala. Wenn ich jetzt mehrmals schon gesagt habe, ja, das ist nur so lala und bereits bei der Schauspielbewertung mehrmals auf die Geschichte verweise, kann man sich irgendwie schon mal so denken, wer jetzt mal 3.000 bis 12.000 Videos von mir gesehen hat, das ist nämlich genau eine Story Hagen. Er kann hier bleiben. Es ist, als hätte ich meinen kleinen Jungen wieder. Die ist eben, ehrlich gesagt, ziemlich Banane. Und man merkt eben auch relativ früh schon, in welche Richtung es gehen könnte und vermutet eben diesen Twist. Und das ganz abgefahren ist, dass dieser eigentlich so abgefahrene Twist total früh verraten wird, um dann letztlich in total standardisierten Horrorfilm überzugehen. Was reden Sie da? Sie glauben doch nicht etwa an Geister. Und das finde ich ja wirklich dämlich. Und da gibt es eben auch die Regieeinfälle, die total standardmäßig sind. Also es gibt dann eben diese klassischen Horrorelemente. Jeder, der eben schon den ein oder anderen Horrorfilm gesehen hat, der wird sich davon nicht mehr jetzt irgendwie beeindrucken lassen. Im Gegenteil, da gibt es dann dadurch auch ein paar Momente, die sind unfreiwillig komisch. Ja, das Ganze funktioniert nicht wirklich. Ich glaube aber, wenn man tatsächlich jetzt irgendwie jung ist und noch nie einen Horrorfilm gesehen hat oder vielleicht erst so 2 oder 3, dann wird man das eine oder andere Mal erschrecken. Ansonsten ist der Film eher langweilig geworden und ziemlich durchschnittlich so vom Gesamtgefühl. Dadurch, dass es aber eben sehr viele unfreiwillig komische Dinge gibt, reicht es leider nicht mal für den Durchschnitt. Ja, was soll ich jetzt bei der Zusammenfassung sagen? Der Film ist halt in sämtlichen Teilen eher durchschnittlich und oftmals eben auch sehr unterdurchschnittlich geworden. Und insbesondere, dass der Film so den allerwichtigsten Twist in die Mitte legt, um dann nochmal eine andere Geschichte weiter zu erzählen, ist halt aus meiner Sicht total Banane. Also wirklich völlig, völlig dämlich, so das Beste irgendwie total früh zu verraten. Aber das tut der Film und dementsprechend gibt es von mir auch wirklich unterdurchschnittlich, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Zwischen 3 und 4 Punkten könnt ihr euch eigentlich selber aussuchen, aber ich blende jetzt mal 4 von 10 Punkten ein. Hat mich nicht überzeugt. Vielleicht gibt es aber Leute da draußen, die den total geil finden, keine Ahnung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von einem guten Horrorfilm grundsätzlich aber erwartet. Und dann kann man ja schauen, so passt es oder passt es nicht. Wer aber lieber Bock auf eine andere Review hat, schaut mal bei Nocturnal Animals vorbei. Ist auch so ein bisschen mysteriös geworden. Wer eher Bock auf einen coolen Science-Fiction-Film hat, der sollte mal bei der Review von Arrival reinschauen. Macht das doch mal und dann sehen wir uns im besten Fall hier wieder in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.